In diesem Video möchte ich verschiedene Eigenbau-Linearantriebe zeigen. Das erste Beispiel stammt aus einem alten Drucker. Es handelt sich um den Antrieb des Druckkopfes. Ein kommutierter Gleichstrommotor zieht den Schlitten über einen Zahnriemen längs der Führungsschiene. Während der Bewegung wird ein Plastikstreifen mit sehr feinen Linien von einem optischen Sensor abgetastet. Die beiden Ausgänge des Sensors sind mit einem Arduino Uno verbunden, der über zwei weitere Pins eine H-Brücke ansteuert und somit den Motor in beide Richtungen drehen lassen kann. Bewegt sich der Schlitten, so zählt der Mikrocontroller die abgetasteten Linien und vergleicht den Ist-Wert des Druckkopfes mit dem über die USB-Schnittstelle vorgegebenen Sollwert. Der Linearantrieb ist recht schnell. Für die Bewegung von links nach rechts, was einer Strecke von 30 cm entspricht, benötigt der Schlitten gerade einmal eine Sekunde. Die elektrische Leistung des Motors an 5 Volt Gleichspannung beträgt etwa 1 Watt. Die hohe Geschwindigkeit wird mit einem relativ geringen Drehmoment erkauft, der Motor kann leicht von Hand gestoppt werden. Auch wenn die Teilung des Sensorstreifens sehr fein ist, so sind die einzelnen Schritte bei genauem Hinsehen noch auszumachen. Für die Bewegung um 30 cm werden 7000 Schritte ausgeführt, ein Schritt entspricht somit 0,04 mm. Ein Vorteil des linearen Sensors ist, dass die tatsächliche Bewegung in Relation zu dem Sensorstreifen gemessen wird. Wird der Schlitten per Hand gestoppt, so bleibt der Motor dennoch eingeschaltet, bis die Mechanik wieder freigegeben wird und der vorgegebene Sollwert erreicht ist. Auch wenn der Schlitten durch Krafteinwirkung bewegt wird, wirkt der Mikrocontroller dieser Auslenkung entgegen, Spiel oder Schlupf in der gesamten Mechanik werden ausgeglichen. Spiel im Antrieb kann somit teilweise kompensiert werden. Für den Mikrocontroller ist die Bewegung des Schlittens relativ zu den feinen Linien auf dem Sensorstreifen von Bedeutung. Wird der Sensorstreifen von der Mechanik gelöst, so folgt der Schlitten der Bewegung des Plastikbandes, wenn dieses per Hand nach links oder rechts bewegt wird. Der Sensorstreifen sollte also spielfrei montiert und straff gespannt sein, was hier durch eine Aufhängung an einem dünnen Federstahl erreicht wird. Hier ist der Zahnriemen durch eine einfache Schnur ersetzt worden. Selbst wenn Schlupf zwischen Schnur und der Zahnscheibe auf der Motorwelle auftritt, gleicht der Mikrocontroller die Bewegung so aus, dass der Sollwert zuverlässig angesteuert wird. Die Drehbewegung von Elektromotoren wird oft mittels Spindeln in lineare Bewegung transformiert. In dem zweiten Beispiel geschieht das über eine M6er Gewindestange. Dreht sich die Gewindestange, so bewegt sich der Schlitten längs der Führungen aus Aluminium-Vierkantrohren. Der Motor ist einem alten Drucker entnommen und mit den Kunststoff-Zahnrädern ergibt sich eine Untersetzung von 12 zu 1. Die Steigung der Gewindestange beträgt 1 mm pro Umdrehung. Um den Schlitten um 1 mm zu bewegen, muss sich der Motor folglich 12 mal drehen, was einer recht hohen Untersetzung des Gesamtsystems entspricht. Der Linearantrieb bewegt sich mit etwa 1 mm pro Sekunde langsam, dafür aber mit recht hoher Kraft. An dem mit der Gewindestange verschraubten Plastikzahnrad befindet sich die Sensorscheibe aus dem Drucker, die über die doppelte Gabellichtschranke abgetastet wird. Die beiden Sensorausgänge sind wieder mit einem Arduino Uno verbunden, der über zwei weitere Pins die H-Brücke ansteuert und so auch diesen Motor in beide Richtungen in Rotation versetzen kann. Das Funktionsprinzip wurde in einem vorangegangenen Video ausführlich besprochen. Aufgrund der sehr feinen Teilung der Sensorscheibe entsprechen etwa 3000 Schritte einer Umdrehung der Gewindestange. Mit der Steigung von 1 mm pro Umdrehung entspricht ein Schritt des Antriebes einer linearen Bewegung von 0,3 Mikrometern, zumindest in der Theorie.
In der Praxis ist das Spiel in der Anlenkung wesentlich größer als die errechnete Schrittweite. Dieses Spiel wird von dem Mikrocontroller nicht erfasst, kann also nicht ausgeglichen werden. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass pro Umdrehung sehr viele Pulse von dem Arduino erfasst werden müssen, was die maximale Drehgeschwindigkeit begrenzt. Mit zwei einzelnen Gabellichtschranken und einer gröberen Sensorscheibe aus Eisenblech mit 4 Zähnen erhalten wir 16 Schritte pro Umdrehung. Pro Schritt bewegt sich der Schlitten um 0,06 mm, eine Auflösung, die für viele Anwendungen ausreicht. Mit der in einem vorangegangenen Video gezeigten Sensorscheibe aus Widerständen funktioniert der Antrieb ebenfalls. Masse wird nicht durch einen zweiten Schleifkontakt auf die Gewindestange gelegt, sondern einfach über die Kugellager, die offensichtlich eine ausreichende Leitfähigkeit besitzen. Bei diesem Sensortyp begrenzen die schlechten elektrischen Eigenschaften in Form des Prellens die maximale Drehgeschwindigkeit. Wie sieht es mit der Computermaus als Bewegungssensor aus, die in einem vorangegangenen Video gezeigt wurde? Wie zu sehen, sind die übermittelten Daten der optischen Maus für den Regelkreis prinzipiell geeignet. Abgefragt wird dabei lediglich die Bewegung längs der Y-Achse. Erfasst wird die Bewegung der Maus relativ zur Unterlage. Wird diese per Hand verschoben, so folgt der Schlitten der Bewegung. Wird der Motor in seiner Bewegung gestoppt, so fährt der Schlitten dennoch bis zum vorgegebenen Punkt, sobald die Mechanik wieder freigegeben wird. Auch Auslenkung aufgrund von Spiel in der Mechanik wird von dem Regelkreis ausgeglichen. Wie gut sich die Kamera der optischen Maus als Linearsensor eignet, wird in einem folgenden Video untersucht. Wird ein bipolarer Schrittmotor direkt mit der Gewindestange verbunden, so funktioniert der Linearantrieb auch ohne Sensorrückkopplung. Angesteuert wird der Motor in diesem Fall von einem Raspberry Pi. Durch die fehlende Rückkopplung kann der Raspberry Pi nicht feststellen, ob die Bewegung bis zum Sollwert erfolgt ist. Blockiere ich den Antrieb per Hand, so fährt der Linearantrieb nicht zu dem vorgegebenen Punkt. Bei dieser Art der Ansteuerung muss sichergestellt sein, dass das Drehmoment des Schrittmotors ausreichend hoch ist, sodass die Mechanik in ihrer Bewegung nicht unvorhergesehen gestoppt werden kann. Zuletzt ein kleines Beispiel für die Verwendung zweier Linearantriebe. Der Schlitten aus dem Drucker ist senkrecht zur Bewegungsrichtung des Linearantriebs mit der Gewindestange befestigt. Als Druckkopf fungiert ein Relais, das über einen Hebel einen Metalldraht aus einem Farbbehälter auf die Papieroberfläche drückt. Das Funktionsprinzip ähnelt dem eines Nadeldruckers. Mit nur einer Nadel handelt es sich zwangsläufig um einen monochromen Drucker, der zudem recht grobe Bildpunkte produziert und keine allzu schnellen Ausdrucke liefert. Das Gerät eignet sich gerade deswegen hervorragend als Anschauungsobjekt, um die Funktionsweise von Druckern und den Aufbau von Rastergrafiken begreifbar zu machen. Ein Farbpunkt ist etwa 1 mm groß, womit die resultierende Druckdichte 25 dpi beträgt. Um die 60 Minuten und 11.000 Farbpunkte werden für den Ausdruck der Grafik mit 300x318 Bildpunkten benötigt.
Mehr zu diesem Anwendungsbeispiel und zu Linearantrieben gibt's wie immer auf der Projektseite. Danke fürs Angucken und bis bald!